Janis bleibt während des Fußmarsches durch den Dschungel von den Moskitos nicht verschont und benutzt einen wirkungsvollen Mückenspray. Er fällt eine Mauritiusche-Palme, um die wertvollen Bestandteile des Baumes näher zu erläutern. Von den Blüten bis zur Wurzel findet bei den Baraos alles einen Verwendungszweck. Neben Fisch, Früchten und Honig ist die Mauritiusche-Palme die traditionelle Existenzgrundlage der Indianer. Janis erklärt uns den Nutzen der einzelnen Teile. Aus den Fasern junger Blätter fabriken wir Körbe und Hängematten. Selbst unser Brot backen wir aus Mauritiusche-Mehl. Ein weinähnliches Getränk keltern wir aus dem Sirup der Palme, der aus diesen Fruchtständen gewonnen wird. Oh ja, wirklich schwer. Auf. Aus den noch jungen Trieben der Palme schält Janis die sogenannten Palmenherzen heraus. Sie sind essbar und haben einen intensiv nussartigen Geschmack, der roh am besten zur Geltung kommt. Auf einheitliche Länge geschnitten und in Salzlake konserviert, werden Palmenherzen in Europa als Delikatesse angeboten. Janis zeigt uns, wie ein Überleben unter widrigen Bedingungen möglich ist. In alten, faulenden Baumstämmen sucht er nach Essbarem und wird fündig. Die Aufforderung, die fette Beute zu kosten und am Festmahl teilzunehmen, lehnen wir aber dankend ab. Janis erklärt, verschiedene Raupen und Larven gemeinsam mit den Palmenherzen gegessen sind schmackhaft und nährstoffreich. Sie fördern die Kraft zum Überleben. Sie steigern die Potenz. Für Nachwuchs in der Sippe ist deshalb immer gesorgt. Bei Janis und dem Bootsführer sind wir in guter Obhut. Mit ihren Erfahrungen und Ortskenntnissen tragen sie wesentlich zum Gelingen unserer Exkursion bei. Sie bringen uns wieder auf einen größeren Nebenarm des Orinoco.